Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Und in diesem Video werden wir die aktuelle 83 Plus Verteidiger Upgrade SBC abschließen und ich zeige euch da einen günstigen Lösungsweg. Wir bekommen hier natürlich das Pack, was zwei Verteidiger inklusive Torhüter beinhaltet mit 83 Plus oder höher. Okay, so viel dazu und das ist die SBC. Die sieht wie folgt aus. Wir brauchen hier eine Teamgesamtbewertung von 83, eine Teamchemie und damit ein bisschen weniger als die vergangenen 83 plus mit 40 genau und Anzahl der Spieler, das ist klar, da brauchen wir natürlich 11. Ich habe für diese SBC ca. 33.000 bezahlt. Das hat aber den folgenden Grund, dass ich diese SBC direkt nach Release hier für euch einmal abschließe. Das heißt, ich zahle wirklich so einen Hype-Aufschlag und ich spiele zusätzlich auf dem PC. Und da sind die Preise tatsächlich nochmal etwas anders. Wenn ihr diese SBC abschließt, vielleicht ein paar Stunden später, zahlt ihr dafür gemütliche 25, vielleicht sogar 24.000 Coins auf den Konsolen. Okay, so viel dazu. Starten wir mal rein. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr könnt dieses Team 1 zu 1 wirklich nachkaufen, benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Also gut, legen wir los, let's go. Und damit hätten wir diese SBC abgeschlossen. Es tut mir tatsächlich wirklich bei manchen Spielern wie bei Dzeko weh, dass ich hier 4000 Coins bezahlt habe. Aber ich hatte gar keine andere Möglichkeit, denn das hier ist eine sehr günstige Lösung. Wenn ihr ja, sie nach und nach abschließt, also nicht direkt im Hype auf dem PC, so wie ich es mache, sondern auf den Konsolen, sollte es generell auch etwas mehr Supply geben und dann bezahlt ihr auch nicht so viel. Ich hoffe, ich konnte euch mit der Lösung weiterhelfen. Ich gebe das Ganze natürlich hier auch einmal ab. Und wenn ich die Möglichkeit habe, sie jetzt zu öffnen, werde ich das auch tun. Aber ich glaube, da ich irgendwie Pack unassigned bin, wir können gerne mal reinschauen, dann kann ich es nicht öffnen. Ich sehe hier nur die Upgrade-Packs, die ich mal vor Ewigkeiten gemacht habe. Und das waren irgendwie so, weiß ich nicht, 50 oder so hiervon, von den seltenen Spieler plus 82. Habe ich keine Einsicht auf die anderen Packs. Schade eigentlich, ich hätte es jetzt gerne geöffnet, denn es macht keinen Unterschied, da momentan die Verteidiger plus der Torwart Manuel Neuer in den Packs sind und ja, hätte ich gerne abgeschlossen, beziehungsweise euch auch gezeigt, wie das Pack bei mir aussieht, aber ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr was Gutes zieht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr dank mir auch zur richtigen Lösung gekommen seid, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und falls ihr zukünftige SBCs nicht verpassen möchtet, abonniert auch gerne kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.